Ja, die einen wünschen sich mehr Polizeipräsenz und dann gibt's welche, die noch nicht mal davor zurückschrecken, die Ordnungshüter anzugreifen. Viele Beamte klagen mittlerweile über zunehmende Gewalt. Oft sind es Bilder von Großdemos, die Polizisten als Zielscheibe zeigen. Im alltäglichen Streifendienst sind die Männer und Frauen allerdings genauso Übergriffen ausgesetzt. Wir haben einen Polizisten im Saarland getroffen, der im Dienst zum Opfer wurde. Anton 20 für 2019. Dieter Klankerts Revier ist Saarbrücken-Burbach, ein sozialer Brennpunkt. Diebstahl, Schlägereien, Prostitution, Alkohol, häusliche Gewalt. Seit 30 Jahren ist er hier im Dienst und viel habe sich verändert. Verändert hat sich, dass der Respekt gegenüber der Polizei vollständig weg ist. Da erfährt man sehr wenig Respekt. Verändert hat sich die Brutalität untereinander, auch gegenüber der Polizei. Ja, verstanden. Über Funk wird die erste Kneipenschlägerei dieser Nachtschicht gemeldet. Wenn möglich, fahren die Polizisten mit mindestens 2 Streifenkommandos zu solchen Einsätzen. Zur eigenen Sicherheit, sagt Dieter Klankert. Und wieder ist bei ihm die Erinnerung da. An jenen Rosenmontag vor 3 Jahren. Auf dem Burbacher Markt war es zu einer Schlägerei unter Betrunkenen gekommen. Ist auf jeden Fall ein junger Mann auf mich zugelaufen gekommen, hat irgendwas zu mir gesagt, geht einen Schritt an mir vorbei, beziehungsweise ich gehe einen Schritt weiter. In dem Moment schlägt er mir seitlich mit der Faust ins Gesicht, springt mich von hinten an und nimmt mich in den Würgegriff und drückt mir sofort den Hals zu. Dora Anton. In dieser Nacht beruhigt sich die Situation schnell. Ganz anders Rosenmontag 2012, erinnert sich Dieter Klankert. Er liegt am Boden, wird gewürgt und plötzlich hat nicht er, sondern sein Angreifer mehrere Helfer. Die Freundin, die Mutter und ein Bekannter von ihm, die sind dann alle auf mich drauf. Und mir ging die Luft weg und immer mehr drauf und ich dachte, ich sterbe. Dann bräuchte ich aber bitte noch ein Kommando. Auch Rebecca Appel war an jenem Rosenmontag im Einsatz und damals Dieter Klankerts Streifenpartnerin. Noch heute kann sie kaum fassen, wie rasend schnell alles ging und plötzlich 4 Leute auf ihren Kollegen einschlugen. Für mich war es eine sogenannte Sisyphusarbeit. Immer wenn einer weg war oder runtergenommen wurde, war der nächste schon wieder da. Und wir konnten die Situation eigentlich erst lösen, als dann genügend Polizeikräfte vor Ort waren. Aber was einem dann durch den Kopf geht, ist einfach die Angst, wie lange hält der Kollege noch durch. Für Rebecca Appel und ihren Kollegen Dominik Leinenbach steht der nächste Einsatz an. Betrunkene streiten sich vor einer Kneipe, drohen handgreiflich zu werden. Auch Dieter Klankert und weitere Kollegen wurden zur Unterstützung angefordert. Guter Mann, ich rede mit Ihnen. Die zertrümmerte Kniescheibe von einst und die schweren Prellungen hat Dieter Klankert längst vergessen. Aber mit der Psyche kämpft er bis heute. 16 Monate Traumatherapie liegen hinter ihm. Seine Erinnerung vergleicht er mit einem kleinen Teufel, der immer wieder auftaucht. Wenn wir zu ersuchen fahren, wo möglicherweise in die gleiche Richtung gehen können, dann steigt der kleine Teufel aus, ist da, aber er verliert. Er hat nicht die Oberhand gewonnen. Er hätte nichts gemacht, er wollte nur einen Schrank in den Keller tragen. Und dann eine Ruhestörung. Samt heftigem Streit in einem Mietshaus wird gemeldet. Angeblich soll sogar ein Schrank durchs Treppenhaus gefallen sein. Rebecca Appel und Dominik Leinenbach haben bereits Unterstützung geordert. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich in einer solchen Situation die Streitenden plötzlich gegen die Polizei verbünden, sagt Rebecca Appel. Schwerwiegende Verletzungen hatte ich bisher Gott sei Dank noch nicht. Eine Verletzung an der Schulter nach einem Widerstand. Auch hier war eine Ruhestörung vorausgegangen. In dieser Nacht ist es bereits die 2. Ruhestörung im selben Haus. So, jetzt gehen Sie bitte in Ihre Wohnung. Wenn wir heute Abend nochmal kommen, dann sperre ich Sie weg. Ne? Und wieder sind es die gleichen Kontrahenten. Brauchen Sie jetzt auch nicht so grinsen. Gehen Sie hoch in Ihre Wohnung. Einer der Streitenden will partout nicht zurück in seine Wohnung. Als er wieder seinem Nachbarn droht, greift Dominik Leinenbach ein. Ja, gehen Sie in Ihre Wohnung. Ruhestörung, Nachbarschaftsstreit, häusliche Gewalt. Nicht selten bergen gerade sogenannte Routineeinsätze im Streifendienst ein erhöhtes Risiko, wie Studien belegen. Tatsächlich sind gerade auch Demonstrationen, Großveranstaltungen hochriskant. Sie gehören aber auch zu den Situationen, auf die die Polizei gut vorbereitet ist. Die Situationen häuslicher Gewalt sind deshalb häufig so brisant,
weil auch da Alkohol sehr häufig eine Rolle spielt. Das heißt, das Gegenüber häufig relativ unberechenbar ist. Gehen Sie jetzt in Ihre Wohnung. Auch bei diesem Streit ist viel Alkohol im Spiel. Dominik Leinenbach musste ebenfalls schon erleben, wie schnell ähnliche Situationen eskalieren können. Damals sollten er und ein Kollege einen randalierenden Partygast in Gewahrsam nehmen. In dem Moment konnte er eine Hand lösen und hat mir dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dann bin ich dann noch übers Treppengeländer in den Vorgarten gefallen. Ja. Es sei Glückssache gewesen, sagt Dominik Leinenbach, dass er sich nur Prellungen zuzog. Wie scheint in dieser Gaststelle zu sein? Dieter Klankert und sein Kollege müssen sich derweil um zwei streitende Männer kümmern. Komm, bleiben wir da. Anwohner haben sich über eine lautstarke Auseinandersetzung mitten auf der Straße beschwert. Pulsen wir hier hin runter. Braucht man nicht. Kannst du Ausweis da? 6 Wochen war er damals dienstunfähig nach der schweren Attacke Rosenmontag 2012. Zwar müssen Täter in besonders schweren Fällen mit Gefängnis rechnen, doch dazu komme es vielfach nicht, beklagt die Gewerkschaft der Polizei. Sie fordert, jeden tätlichen Angriff auf Polizeibeamte unter Strafe zu stellen und mindestens 3 Monate Haft. Dass der Täter nicht damit rechnen kann, straffrei auszugehen nach einem solchen Angriff, weil das Verfahren eingestellt wird oder er mit der Zahlung einer geringen Geldbuße davon kommt. Also die Botschaft muss sein, und das ist dann auch die präventive Wirkung, jeder tätliche Angriff ist strafbar. Dieter Klankerts Angreifer wurde vor Gericht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, allerdings auf Bewährung. Da er später gegen Bewährungsauflagen verstieß, wanderte er für 1 Jahr hinter Gitter. An eine Versetzung hat Dieter Klankert übrigens nie gedacht. Ja, verstanden. Wir sind mit der Alleestraße. Es liegt auch daran, dass ich es seit 30 Jahren mache. Das kann man nicht so schnell von heute auf morgen aufgeben. Ich gehöre auf die Straße, dort bin ich zu Hause. Innendienst eher nicht.